Jo, meine Freunde, was geht ab und herzliches Willkommen zum, ja, Speedtest, zum ultimativen Test. Welches Auto ist das schnellste? Es wird eine fette Überraschung geben, welches Auto das schnellste ist. Natürlich nehmen wir uns hier die längste Geraden im Game aktuell. Ich meine, es wäre Vietnam gewesen, aber jetzt ist es Baku. Und zwar natürlich diese extrem lange Geraden. Wir fangen mit dem Williams an. Gucken wir uns das Ganze mal an. Hier aus der letzten Kurve. Natürlich ist es auch immer wichtig, einen guten Exit zu haben. Dann hier gut rauskommen. Ganz ordentlich rausgekommen. Aus diesen letzten, ja, und das ist jetzt die letzte, ja genau, das ist S-Kurve und zack, rausgekommen. Und ja, was denkt ihr, wer ist das schnellste Auto in dem Game? Ich bin immer ein bisschen skeptisch, ich dachte natürlich Mercedes oder Red Bull, aber wir wissen ja natürlich, das ist noch ein bisschen ans letzte Jahr angelehnt und deswegen kann es gar nicht Red Bull sein, weil Red Bull ja ein schlechteres Auto ist. So, die Uhr bleibt stehen bei 329 km/h, also ist Williams jetzt mal unser erster Platz. Natürlich gehen wir jetzt mit dem nächsten direkt rein. Mit dem Urenkal hier, dieses letzte kleine, ja, diesen Knick hier. Und wo kann die Uhr stehen bleiben? Ist der Haas schneller oder doch langsamer? Ich dachte mir, er müsste eigentlich mit Abstand das langsamste Auto sein, der nicht mal 28 oder so schafft. Aber doch, die Uhr bleibt bei 329 stehen. Das heißt, der Haas ist einfach genauso schnell wie der Williams. Und ja, zack, hier an der Boxenmauer vorbei. Und wo bleibt die Uhr stehen? Oder wir bleiben die km/h stehen? Zack, 331, erst 2 km/h schneller wie die Williams und wie der Haas. Das heißt, unsere neue Nummer 1 ist einfach mal der Alfa Romeo. So, weiter geht's. Wenn nehmen wir das nächste, den an App. So, und nun, ich hatte schon so eine kleine Vorahnung. Wir werden den Ferrari mal testen. Ich dachte mir, entweder wird es eine Überraschung oder doch eher so müdes. Ja, es ist eigentlich eh so. Gucken wir uns das Ganze mal an. Hier wieder an der Boxenmauer vorbei. Und wo bleibt die Uhr für Ferrari stehen? Und Tatsache, 329 km/h. Er ist einfach genauso langsam wie der Williams und der Haas. Der Ferrari ist im Game das schlechteste Auto, was den Topspeedwert angeht. Ich dachte es nicht, aber sie haben es wirklich so gemacht. Als nächstes probieren wir nun den Alfa Romeo, den Aston Martin, sorry. Unser grünes neues, ja, unser eigentlich pinker Mercedes, der jetzt grün ist. Wir kommen hier über die Kuppel und an der Box vorbei. Und die Uhr, nein, Blödsinn. Und hier das 100 Meter Schild. Die Uhr bleibt bei 333 km/h stehen. Das ist mit Abstand, okay, mit Abstand jetzt nicht, also um 4 km/h mehr wie die anderen alle, wie die langsamsten. Der Aston Martin ist aktuell das schnellste Auto. Und jetzt geht's weiter. Und nun der Alpha Tauri. Ich bin sehr gespannt, die sind immer für eine Überraschung offen. Und so kann es jetzt auch werden, dass der Alpha Tauri wahrscheinlich schneller ist wie der Ferrari, das kann ich mir vorstellen. Aber wie schnell ist der Alpha Tauri genau? Der Speedtrap bleibt stehen bei 334. Das schnellste Auto mit 5 km/h schneller als die Williams. Also das habe ich echt nicht geglaubt, dass der schneller ist wie der Aston Martin. Das wusste ich ehrlich gesagt oder dachte es nicht. Und nun geht's den Berg runter mit dem Alpine. Ich bin sehr gespannt, weil ich dachte mir echt, dass das Auto was drin hat. Und es ist natürlich ein Renault-Motor. Und deswegen gucken wir uns mal die Zeit an. Und Tatsache, 334 km/h für den ehemaligen Alpine und jetzt Renault. Also das ist, ja, er ist jetzt das schnellste Auto mit dem Alfa Tauri zusammen. Das habe ich echt nicht geglaubt. Und kommen wir zu den großen vier. Kommen wir nun zu Red Bull mal. Wir kommen natürlich hier wieder runter. Und es ist natürlich Red Bull, da habe ich mir auch schon gedacht, da könnte echt ein bisschen weniger drin sein, weil der Red Bull jetzt nicht so das stärkste Auto ist. Und jetzt, wo bleibt der Red Bull? Einfach 331 nur. Er fällt hier zwischen den Alfa Romeo und den Aston Martin. Der Red Bull also im klaren Mittelfeld von dem Speedtrap her. Jetzt können nur noch zwei Autos der große Boom-Effekt werden. Kommen wir zu Mercedes. Und ihr könnt euch dann schon vorstellen, welches Team noch schneller ist. Mercedes hier, wir fahren hier mal. Und Tatsache, Mercedes schafft hier nur 334 km/h und somit
Vor allem noch den letzten Run hier mit McLaren. Und wir fahren hier ganz smooth, weil wir wissen, das kann hier eine Überraschung werden. Wir haben hier Mercedes und Alpine und natürlich auch AlphaTauri mit 334. Und auch in der Richtung muss ich McLaren einordnen. McLaren kommt über die Linie und 336 km/h. Nochmal 2 km/h schneller auf die gleiche Entfernung für alle. Das bedeutet, der McLaren ist 7 km/h schneller als der Williams und auch 2 km/h wie die Mercedes AlphaTauri und auch Alpine. Also das wusste ich nicht. Was dachtet ihr, wer ist das schnellste Auto und welches Auto wird nach dem Patch das schnellste werden? Schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert den Channel gerne kostenlos und schaut euch gerne auf Instagram und Twitter vorbei. Bis auf TikTok vorbei. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.